Aufnahme ist gestartet. Willkommen, Julia. Wir fahren Ja, heute. hallo? Sag Hallo, Julia. Hallo Julia! Oh Mann, das geht so schnell, Till. Das darf ich doch nicht sagen. Das ist doch schon belegt. Ich weiß. Ist ja nur ein kleiner Okay. Scherz. Dann fahr mal. Ich folge dir unauffällig. Ich grüße hier mit Frenkel, vor dem ich gerade den Spruch geklaut habe. Und ich habe auch noch mitgemacht. Das Ja. gibt Aua. So. So, wir fahren von Gdansk, also hier Danzig, nach Posen. Das ist doch nicht Danzig, das ist Gdansk. Oder so, genau. Wie kamst du eigentlich zu diesen Videos, die du jetzt machst da, mit drei Monitoren? Mit den drei Monitoren? Ja, das ist eine ganz interessante Geschichte. Also mit den drei Monitoren kam ich, das habe ich bei einer Freundin gesehen, die macht Flugsimulator, fliegt die. Auch im Multiplayer, also die macht so Luftkämpfe mit anderen. Bei mir lag es, Achtung. Ja, das habe ich gemerkt. Ich habe mich fürchterlich erschrocken jetzt. Und da habe ich das gesehen, habe gedacht, das ist geil. Und als ich mir dann letztes Jahr einen neuen PC gekauft habe, habe ich gedacht, oh ja, musste auch machen. Drei Monitore ist geil. Und dann bin ich irgendwie durch Zufall durch irgend so ein Let's Play, was ich bei YouTube gesehen habe, auch an den Euro Truck Simulator gekommen. Und dann hat es nicht lange gedauert. Dann hatte ich nachher den neuen PC mit drei Monitoren, mit Lenkrad und Euro Truck Leck. Simulator. Ja. Und dann Ist habe ich nach kurzer Zeit auch irgendwann Renkel frotzelt. Jetzt haben wir den schon wieder im Gespräch. Habe ich dann von dem da ein paar Videos geguckt und habe ich Vorsicht, gedacht, oh, Geisterfahrer. ach du liebe Zeit. Das ist ein ganzer Konvoi, wa? Ja. Na, ich habe aber keinen Geisterfahrer gesehen. Der war auf meiner Spur gerade gewesen. Okay. Ja, wo war ich stehen geblieben? Und dann habe ich gedacht, ach so, Videos machen kann ich doch bestimmt auch mal. Das macht mal Spaß. Und dann habe ich mir dieses Programm besorgt und habe es ausprobiert. Ja, und die ersten sind noch so, ja, noch kein HD hingekriegt. Da musste ich erstmal alles so ein bisschen ausfriemeln, ne? Bist du weg Ja. oder? Nee, da ist aber einer aufgeploppt. Du müsstest mal so ein bisschen auf mich warten, weil da steht nämlich jetzt einer vor mir in der Ampel. Hier habe ich im Rückspiegel gesehen, im linken Ja. und im rechten auch. Da ist es denn sowas? Ein Mlenoschkez. Es ist grün und grüner wird es nicht. Gut, dann muss ich da dran vorbeifahren. Der bleibt eisenhart stehen hier an der grünen Ampel. Ja, so sind die Autofahrer manchmal hier. Ja, Schlafmützen. Ja. Aber in meinen Videos sieht man es ja häufiger, so eine möchte gern Autofahrer, aber manchmal können sie auch nichts dafür, weil es einfach zu viel leckt und auch zu viele Probleme gibt hier mit dem Ja, Server. natürlich. Aber ich bin halt jetzt vorbeigegurkt. Jo. Ja. Ich sehe dich nicht. Ich bin noch zu weit. Ah, jetzt sehe ich dich. Ja, mit 30 holst du mich locker ein. Also mit 30 km/h, So. wie ich fahre. Ja, was hast du denn gedacht, dass ich denke? 30 Jahren oder so? Wäre ein Kompliment oder eine Beleidigung, kommt drauf an. So, kurz Kannst du nach dir jetzt rechts schauen. aussuchen. Welche Boah, wie Geschwindigkeit ist wollen die wir so? nehmen? Wenn das gerade Autobahn ist, würde ich mal sagen, fahren wir 80, 85. 85 ist gut. Ja, okay. Und auf Landstraße 60, 70 oder 60 Ja, lieber? genau. Das kommt auch darauf an, wenn du jetzt viele Kurven hast, langsamer. Das sieht man ja ganz gut auf dem Navi. Ich mache mir den Navi immer, wenn ich aus der Stadt raus bin, in der größten Ansicht, in der größten Übersicht. Ich habe ja noch ein Zusatznavi hier, ne? Ja. Naja. Ich lasse dich ein bisschen So. aufschließen, Ja. weil Die sonst zu weit weg Stimmen. bist. Und dann mache ich den Tempomat bei 85 rein. Ich mach mal, wenn ich hinterher fahre, lasse ich Tempomat aus und wenn ich vorne bin, lasse ich Tempomat drinne. Ich mache den jetzt mal rein, fahr mir bitte nicht weg. Ich habe den jetzt schon drin. Weiß ja, Tempomat, ne? T wie Tempomat drücken, ne? Ja, genau. Das Von wem haben wir das nur gelernt? weiß ich, ich habe das irgendwo gehört. So, ich fahre mal hier gerade mit 70, also ich gehe jetzt auf 75 und dann mache ich Tempomat rein, das ist das Sicherste. Mach den bitte bei 85 rein, sonst muss ich meinen wieder rausnehmen Ach oder so. überholen. Ja, interessante Geschichte mit deinen drei Monitoren.
Ach, ist doch Standard, das haben doch viele schon, oder nicht? Ja, ich hatte auch mal zwei Monitore dran, aber wegen der Aufnahmefreps hat das nicht so ganz kapiert. Ja, also zwei Monitore macht Probleme. Ja. Mit drei geht's leichter, ich sehe, da kommt Maut. Ja, wollte ich gerade hier schon sagen. So LKW-Spur, dass keiner meckern kann. Nicht ganz rechts fahren, sondern die zweite. Ja, rechts ist gesperrt, ne? Genau. Die haben schon zu viel verdient heute. Ja, verdient haben sie eigentlich nichts, aber kassiert haben sie was. Ja. Ist nicht dasselbe. Ich weiß. Ja, wir sind hier schon auf der Autobahn. Es wird langsam hell. Wir haben Glück. So. Kannst den Sonnenaufgang hier mit aufnehmen? Ja. Jetzt werde ich mal ein bisschen Gas machen, weil der Andreas fährt mir weg. Ich fahre erst 70. Ja, aber ich musste doch auch erst an diese Mautkarte ziehen da. Ja, okay, ich werde langsamer. Ich roll langsam ins Ziel. Ins Ziel schon? Langsam. Bis ich anhalte, bin ich bestimmt da. So lang ist die Tour ja nicht. Da vorne ist irgendwas mit irgendwelchen Scheinwerfern. Ja, so irgendetwas. Ich kann auch die Rundumleuchte anmachen, dass du mich besser siehst. Nö, das muss nicht sein. Das Ding nervt eh nur. Oder wie ein anderer YouTuber sagen würde, MS Heini 30, Bauer Barnes, muss Licht anhaben, damit er nicht mit der Taschenlampe vor dem Monitor stehen muss. Also wenn es dunkel ist, ne? Dann muss er mal Fernlicht anmachen. Bist du wieder aufgeschlossen? Ja, ich sehe dich schon im Rückspiegel. Ja. Dann gehe ich wieder auf 85. Mhm. Tempomat ist drin. Ja, und sonst, wie bist du zu YouTube gekommen? Ja, ich habe, wie gesagt, ich habe so ein paar YouTube-Videos gesehen. Ich habe diesen, wen habe ich geguckt? Hubi-Fan. Ja? Ja. Hubi-Fan habe ich geguckt und dann bin ich irgendwann zu Zufall auf Frenkel gekommen und dann habe ich mir da... ja, ich weiß nicht, innerhalb von 2 Wochen habe ich mir, glaube ich, 200 Videos von dem angeguckt. Abends im Bett, ich habe mir die rumgerippt, auf meine Festplatte gepackt und habe dann chipsfutternderweise irgendwie 3, 4, 5 Stunden am Stück nur die Videos geguckt und hab mir einen weggeschmunzelt dabei. Und dann kam mir die Idee, ich gucke ja diese Videos und ich spiele das Spiel ja selber auch, könnte ich eigentlich auch mal Videos machen? Und ja, dann habe ich das gemacht. Und die Qualität ist auch sehr gut, finde ich, von dir. Dankeschön. Das hat nicht, mir Mühe. Hat nicht jeder so einen Aufwand gemacht, so wie du, auch ja, mit 3 Monitoren und so. Das ist schon... Ach, die Monitore finde ich gar nicht mal das Ding. Ich habe ja auch viele Let's Plays gemacht mit nur einem Monitor, weil das wegen der Technik ein bisschen einfacher ist. Aber ich habe mir halt Mühe gegeben, dass ich da nicht nur das Spiel filme und dazu kommentiere, sondern dass man auch mal eine Facecam sieht und dann, dass man auch mal vielleicht von hinten sieht, diese Ausstattung sehen kann. Das ist so ein bisschen auflockernder, gerade wenn man nur so eine Strecke fährt, wo jetzt eigentlich nicht gerade besonders viel passiert, dass man dann so ein bisschen mehr sieht. Ne? Und habe dann auch eine hochwertige Software verwendet, dass ich da auch so ein paar Übergänge und Schnitte reinmachen kann. Und das fand ich eigentlich schon angenehmer. Das habe ich so ein bisschen bei anderen vermisst. Ja, das glaube ich. Dann eben durch andere Qualität wieder ausgleichen. Ne? Ich mache meistens mehr so Spaß vor Fun-Videos, ne? Ja, Spaß machen sollen die. Nirvana, ich habe erst Nirvana gelesen jetzt bei diesem Typ da. Ich habe gar nicht drauf geguckt. Ich achte nicht immer auf die Namen. Ja, doch, ich schon. Ganz automatisch. 46 Luschen, ihr Halsabschneider. Ja. Die sind richtig teuer hier. Mhm. So, Posen steht schon dran hier. Wir müssen rechts abbiegen. 150 Kilometer, sagt Navi, müssen wir noch. Ja, 172. Meinst du, ist ein bisschen mehr? Kannst du eigentlich sehen, wie lange wir schon aufnehmen? Ich habe nämlich nicht auf die Uhr geguckt. Ich gucke auch nicht auf die Uhr. Ich schneide nachher immer raus. Ja. Ich mache auch keine Verabschiedung. Was? Ich mache auch keine Verabschiedung. Erst am Ende des Videos. Aha. Ja, gut. Wir können alle jede Minute einmal sagen, auf Wiedersehen. Ja.
Da musst du aber auch jede Minute herzlich willkommen sagen. Ja, genau. Das Problem ist nur, wenn du dann sagst, herzlich willkommen, wir sind jetzt hier und hier und machen das und das und auf Wiedersehen, dann ist die nächste Minute um, dann wird das doch ein ziemlich einseitiger Monolog. Irgendwie ist das doppelt gemoppelt. Ist ein Monolog nicht eigentlich immer einseitig? Ja, das stimmt. Ich fahre jetzt 66, 65, also 65, 66. Jo, mach mal. So kommen wir einfach hinten nach. Jo. Solange ich dich sehe, ist alles gut. Ja. Ach, guck, hier sind wieder diese Indianerzelte, siehst du? Indianerzelte? Wo? Ja, diese Heubuschel, die hier auf der Seite standen. Ach so, ja, die, ja, genau. Sind aus wie überdimensionierte Strohfeudel, Strohfächer, diese Strompüschel da. Musst du rasten oder willst du weiterfahren? Nö, ich muss nicht rasten. Okay, dann fahren wir. Wer rastet, der rostet. Und in Polen rasten ist gefährlich. Wenn du Pech hast, haben sie die Räder geklaut. Wir nehmen auf. Ach ja, nein, die Polen, die kommen und putzen mir die Scheiben. Voll mit Seife und dann klauen sie alles, ja. Ach, die Polen klauen doch nicht. Das sind die Rumänen, ja. Nein. Ah. Der Harald Schmidt hat mal gesagt, Polen ohne Diebstahl wäre wie Türkisch ohne Ü. Ja, das haben wir vorhin auch schon erwähnt, genau. Ja, das ist auch so ähnlich mit Ü und Türken ist auch klasse. Kennst du das türkische Glücksrad? Nee. Ich kaufe ein Ü. Kling, 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 kling. Ich möchte lösen. Ich trinke mal kurz Wasser. Ja. Und die Stimme wieder weg. Ja, wir schleichen gleich eine Kreuzung entgegen. Ich glaube, wir müssen Vorfahrt achten oder wir können durchfahren, glaube ich. Das habe ich auch mal gedacht. Das hat so fürchterlich geknallt. Aber es ist rot. Weil nämlich dummerweise der von der Vorfahrt achten Seite kam, auch gedacht hat, er könnte durchfahren. Hat er auch gemacht. Okay, wenn da eine Ampel ist, hat sich das ja erledigt. Genau.